Schließ deine Augen. Und spür dein Gewicht auf deinem Stuhl. Und komm zunächst einmal ganz hier in deinem Raum an, auf deinem Stuhl, auf deinem Sessel. Lass mehr und mehr alles los, was dich gerade beschäftigt hat. Und spür mal in deinen Körperinnenraum hinein. Nimm einmal deinen Atem wahr. Spür, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Und spür mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist deine innere Anspannung? Und so entspann dich immer mehr und mehr. Geh als erstes mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herzen in der Mitte deiner Brust, zu deinem emotionalen Zentrum. Entspann dich auch dort mit jedem Atemzug ein Stückchen mehr. Und spür mal, wie fühlt sich dein Körper von innen an? Atme tief ein und atme aus in deinen Herzraum. Und spür mal die Energie, wie sie sich bewegt dort. Wie fühlt sich dieses kreative Zentrum an? Das Tor zu deiner Seele. Und ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen. Indem du dich langsam immer mehr entspannst. Und mit deiner Aufmerksamkeit genau dort bleibst. In der Mitte deiner Brust.
Dann spür mal dieses warme, weiche Gefühl aus deinem Herzen, das sich zeigt, wenn du jemanden oder etwas liebst oder etwas sehr Schönes beobachtest. Weil genau das ist die Energie, mit der wir das manifestieren können, was uns wirklich weiterbringt, was uns wachsen lässt, was uns Sinn gibt. Was wünschst du dir in deinem Leben? Was darf hinzukommen? Wir suchen jetzt nicht nach Zielen, die du erreichen willst und abhaken kannst, sondern meine Frage an dich ist: Wie möchtest du dich fühlen in deiner Zukunft, in dem Lebensbereich, den du verändern möchtest? Wie möchtest du dich fühlen in deinem Beruf, in deiner Beziehung? Wie möchtest du dich fühlen im Verhältnis du mit dir selbst? Und so nimm dir jetzt einen Lebensbereich, spür mal nach, wie möchtest du dich genau dort fühlen? Ein Job, der dich erfüllt vielleicht, der dich begeistert. Der dir Sinn gibt. Eine Beziehung auf Augenhöhe vielleicht. Voller Liebe, Verbindung. Erfüllung. Oder wie möchtest du dich mit dir selbst fühlen, wenn du in den Spiegel schaust, dich so annimmst, wie du bist? Dich selbst nicht nur akzeptierst, sondern tatsächlich liebst? Dich in den Mittelpunkt deines Lebens stellst. Was ist es bei dir? Was möchtest du manifestieren in deinem Leben? Vielleicht Fülle und Wohlstand? Wie fühlt sich das an, wenn du dort jetzt bist? Bist du bereit, einen kleinen Zeitsprung zu machen in deine Zukunft hinein? In diese Situation, in der du schon dort bist, angekommen bist, in deiner Vision. Und
So, stell dir vor, du bist jetzt in dieser Zukunft, genau der Zukunft, die du erleben möchtest. Du bist jetzt da. Und dann spür mal, wie fühlst du dich jetzt? Und dann spür mal, was macht dich dort aus in deiner Zukunft? Was lebst du dort, was du heute vielleicht noch nicht lebst? Welche Eigenschaften sind es, die dich dorthin gebracht haben? Ist das Mut? Vertrauen? Leichtigkeit? Klarheit? Selbstliebe? Wie fühlt es sich an, all das jetzt zu leben? Und ich lade dich jetzt ein, einmal ganz einzutauchen. Einzutauchen in den Moment dort in deiner Zukunft, als wäre es jetzt. Du bist schon da. Du hast erreicht, was du dir wünschst. Wie fühlst du dich? Versuch es einmal zu fühlen. Jetzt in dir so intensiv wie möglich zu erleben. Vielleicht tauchen Bilder auf. Und genieß einmal das Gefühl, dort angekommen zu sein. Dann intensiviere die Gefühle dabei. Der Gedanke ist der Motor. Die Gefühle, die du jetzt fühlst, in Verbindung mit diesen klaren Gedanken, sind der Sprit im Tank. Genieß einmal das Gefühl
von Vertrauen, von Liebe, von Selbstsicherheit. Von Kraft, von Fülle. Und spür dabei dein Herz. Spür die Begeisterung. Spür, wie du dein ganzes Potenzial lebst, in deiner Kraft bist. Wie fühlt es sich an, dort zu sein? Spür, wie du immer mehr in diesem neuen Ich ankommst. Dass diese kleinmachenden Gedanken längst hinter sich gelassen hat. Dass in seiner Kraft ist. Auf Augenhöhe mit den anderen. Dass sich klar abgrenzen kann. Und dennoch empathisch ist. Dass sein Leben lebt voller Sinn. Dass jeden Tag lebt voller Intensität. Wie fühlt sich das an? Du tauchst ganz ein in das Ergebnis. Du erlebst das, was du manifestieren möchtest. Du bist jetzt da. Und dann spür Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was jetzt gerade in diesem Moment in dir ist. Dankbar für deine Zukunft. Dankbar, dass du das jetzt erlebst. Weil Dankbarkeit der ultimative Schlüssel fürs Manifestieren ist. Dankbarkeit signalisiert deinem ganzen System, es ist bereits da. Und spür mal, wie du dich jetzt fühlst und was du jetzt ausstrahlst. All die Werte, all die Eigenschaften,
Was strahlst du jetzt auf die Leinwand des Lebens aus? Genieß noch einmal so intensiv wie möglich genau dieses Gefühl, das, was du jetzt ausstrahlst. Ohne zu wissen, wie es in dein Leben kommen soll, sendest du es aus und lässt es los. Bleibst zurück in dem Vertrauen, dass sich eine Möglichkeit, eine Chance, eine Gelegenheit, ein Zufall auftut, der genau das in dein Leben bringt. Du ziehst es magisch an. Indem du zu dem wirst oder zu der wirst, die du sein möchtest, jetzt. Weil das Universum reagiert nicht auf das, was du willst, sondern auf das, was du bist. Und zum Abschluss fühl noch einmal dein Herz. Und vielleicht magst du dir selbst ein Versprechen geben. Nämlich, dass du bereit bist, Chancen zu nutzen, auch wenn sie außerhalb deiner Komfortzone sind, mutig zu sein, und dabei immer zu spüren, ob der Impuls aus dem Kopf kommt oder aus dem Herz. Weil du manifestierst eine Chance, die es jetzt gilt zu nutzen. Und dann behalte dieses Vertrauen. All die Gefühle deines neuen Ichs ganz präsent. Und versuch sie so lange wie möglich heute zu halten. Und deinen inneren Kritiker sehr genau zu beobachten, wann er wieder versucht, dich runterzuziehen, klein zu machen. Und ihm ganz klar mit deinem neuen Ich entgegenzutreten und immer wieder dieses Gefühl wachzurufen von deiner Vision.
Und dann nimm ein paar tiefe Atemzüge. Öffne deine Augen. Und komm wieder ganz hierher zurück auf deinen Stuhl. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag in deinem neuen Ich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann haben wir jetzt genau ein perfektes Online-Seminar für dich. Es ist kostenfrei und geht um das Thema Coaching. Also, klick jetzt hier und sei dabei. Wir freuen uns auf dich.